Ja, das Interesse an Videos über die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall ist immer am größten. Also deswegen setzen wir gerne diese Serie fort. Offensichtlich will man wissen, will man sich auseinandersetzen mit diesen beiden Gegenpolen, den zweiten Scientists for Future 2, die mit der neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL ganz klar für eine Beendigung der freien Marktwirtschaft sowieso, aber auch der sozialen Marktwirtschaft generell des Kapitalismus plädieren. Und Dr. Markus Krall, der im Gegensatz dazu sogar in der Verfassung die alleinige Gültigkeit sozusagen der freien Marktwirtschaft verankern möchte. Ja, also es war von den fünf Wirtschaftsweisen, also die zweiten Scientists for Future 2, der World Council of Wise People, der Weltrat der Weisen, haben ja sozusagen als Konkurrenz hier in Deutschland die fünf Wirtschaftsweisen, also den Rat der Wirtschaftsweisen sozusagen der Bundesregierung. Und da war einer davon, war sozusagen in einem Video zu sehen, einer von den Wirtschaftsweisen. Und da müssen wir noch mal ganz klar sagen, auch diesen Wirtschaftsweisen: Die soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall macht Kriege. Also, Dr. Krall will uns mit seiner bürgerlichen Revolution wieder stärker in Kriege verwickeln. Die freie soziale Marktwirtschaft macht uns alle unglücklich und alle krank. Und sie erzeugt uns jährlich einen Minus, einen Totalverlust von 500 Milliarden allein für Deutschland, jährlich für ganz Europa natürlich entsprechend viel mehr. Ja, die Beweisführung, ja, wie, ich mache es schon mal ganz kurz nur, weil die anderen 358 Videos sind ja voll von Beweisführung, wie das geschieht. Wie erzeugt also sozusagen die Ideologie des Dr. Markus Krall, diese pseudowissenschaftliche Volkswirtschaftsvorstellung, wie erzeugt die Kriege? Ja, gehen wir es ganz kurz rein. Also noch einmal, wie zum Beispiel hat die amerikanische Rüstungsindustrie durch den freien Markt den Krieg gegen den Irak erzeugt, ja? Also hier wäre jetzt ein Waffenhändler, der sozusagen mit der gesamten Finanzmacht seines Unternehmens so reinbringt, naja, ja, wir Menschen sind ja eigentlich friedlich und im großen Ganzen sozusagen, es geht ja eigentlich von dem Irak wahrscheinlich gar keine echte Gefahr aus, ne? Und damals war es anders. Diese Waffenindustrie, also eine erfolgreichere und größere Waffenindustrie, glaubte aber an den Irrtum. Ja, also Menschen sind total kriegslüstern und angriffslustig und so jemand wie Saddam Hussein und der Irak ist brandgefährlich und ist für die USA extremst gefährlich und so weiter, hat Massenvernichtungswaffen und so weiter. Und vielleicht greift das sogar USA an. Wie das geschehen soll, ist zwar rätselhaft, aber so. Und wer solche Botschaften verbreitet und sie in die Politik hinein, in die Geheimdienste hinein, solche Denkweisen ausbreitet mit der Finanzmacht, über Lobbyisten, über Werbung, über Medien, die finanziell beeinflusst werden können und so weiter, vielleicht durch Werbung von Rüstungsfirmen und so weiter. Ja, und solch eine Firma hat halt richtig Erfolg im Kapitalismus, sozusagen. Wer dann sozusagen das Märchen aufbringt, dass ein anderer Staat kurz vor dem Angriff stünde, der verkauft dann halt mehr. Und also das heißt, der freie Markt ist die Ursache für Kriegstreiberei. Noch einmal das Anfangsbeispiel. Jetzt zum 20. Mal oder 50. Mal.
Also hier haben wir den ersten Händler, der also Steinäxte als Waffen dabei hat, sozusagen, die eigentlich gedacht sind für das Ausgraben von Wurzeln in der Erde, ja, sozusagen, und das Abhacken von Früchten in den Bäumen und so weiter. Und der erzählt, ach, eine Gruppe hat die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und der andere irrt sich, versteht die Sprache nicht, hat einen Irrtum und sagt, ah, eine Gruppe hat die andere nachts heimgesucht, also nicht besucht, sondern heimgesucht und dann totgeschlagen alle. Der solche, ein Händler in der freien sozialen Marktwirtschaft, der sich irrt sozusagen und solche Irrtümer auch in die Welt hinaus kommuniziert, wie das jede Wirtschaftsgeschichte macht, sozusagen, der wird halt belohnt dadurch, dass die Leute alle Angst bekommen vor dieser angeblichen Überfallsgefahr und das in einer Zeit wahrscheinlich des absoluten Pazifismus vor circa 400.000 bis 300.000 Jahren. Und dann kaufen die Leute ganz viele Steinäxte und irgendwann fängt auch die erste Kommune an und überfällt die Nachbarkommunen, damit sie von denen nicht mehr totgeschlagen werden können. Und schon ist der Krieg und ewige Blutrache und alles in der Welt, und zwar erzeugt durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Ludwig Markus Krall. Also, damit wäre bewiesen, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, seine bürgerliche Revolution, wird uns wieder häufiger, würde uns häufiger und vermehrt Kriege verschaffen, weil er den Markt im Wesentlichen noch mehr entfesseln würde und damit der Raubtierkapitalismus auch uns wieder mehr durch Kriege umbringt. Was war der zweite Satz? Die freie soziale Marktwirtschaft macht uns alle unglücklich. Okay. Ganz kurzes Beispiel wieder. Dr. Markus Krall macht also hier auch unsere Milliardärskönige. Er zerstört also auch vor Kriegen, können sich Milliardärskönige bestimmt flüchten. Da brauchen sie keine Angst zu haben. Wenn man viel Geld hat, kann man sich da irgendwie schützen. Aber unglücklich machen, das betrifft eben auch unglücklich und krank machen, das betrifft die Milliardärskönige genauso wie alle anderen Bürger. Ja, und wie sozusagen, ja, wie macht jetzt Dr. Markus Krall uns alle unglücklicher? Also er würde ja den freien Markt noch wesentlich entfesseln wieder und gucken wir uns doch an, was der freie Markt mit uns gemacht hat. Ja, hier dieser Händler wieder vor 400 bis 300.000 Jahren in den Anfängen des Marktgeschehens sozusagen erzählt so Geschichten am Lagerfeuer wie, ach ja, ist doch ganz toll, dass ihr Kommunen euch so gegenseitig besucht, auch über größere Entfernung, ein Netz der Liebe und der Zärtlichkeit und des Schmusens und so weiter über die ganze Region habt. Dadurch könnt ihr euch, wenn mal irgendwas ist, immer gegenseitig aushelfen, geben und nehmen. Wunderschön ist das. Und ach, wie viel besser ist das, dass ihr euch so gut kennt und versteht und liebt und so weiter im Vergleich mit so primitiven Affen, wo die eine Affenhorde die andere umbringt, anstatt mit den anderen einfach zu kooperieren und damit viel besser zu fahren, sozusagen, ja? Und der andere Händler hier, der irrt sich und wieder aus irgendeinem Grund hat er verwirrte Gedanken und irrt sich, aber komischerweise wird er wegen seines Irrtums dann gleich riesig erfolgreich in der freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft wird gleich beginnen, seinen Irrtum zu multiplizieren, denn er irrt sich und sagt, ach, ist das eklig mit all eurer Schmuserei und ach, dieser Körperkontakt und so. Das muss runtergeknüppelt werden. Wir müssen das alles, eure ganze Schmuserei müssen wir runterknüppeln auf die Monogamie, damit ihr möglichst fast keinen Sex habt. Irgendwie ein bisschen Sex dürft ihr noch haben in der Monogamie, weil ihr müsst ja
wenigstens mehr Kunden produzieren, die mir meine Produkte abkaufen und so weiter. Ja, das denkt er alles nicht, sondern er denkt einfach nur, dieser ganze Körperkontakt sei eklig, widerwärtig, unkeusch und ja, unschicklich und so weiter. Und dadurch entwickeln seine Zuhörer alle Ängste, reduzieren nach und nach über die Jahrhunderte und Jahrtausende ihr Liebesleben sozusagen, schränken das immer mehr ein sozusagen. Und dadurch, durch den riesigen Glücksmangel, den sie dann erfahren, sozusagen, werden sie immer stärker konsumsüchtig, kaufsüchtig gegenüber Alkohol, sozusagen Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten, Machtsucht und Geldsucht breiten sich aus, ja, sodass dann also auch unsere Milliardärskönige total glücksreduziert sind und sich zu versuchen zu trösten, indem sie Macht anhäufen und Güter anhäufen und Geld, heutzutage Geld anhäufen und so weiter, als ja wenigstens kleiner Trost für die Tatsache, dass sie nicht mehr geliebt sind, dass sie nicht mehr in großen Liebeszusammenhängen leben, die glückselig machen und so weiter. Ja, ja, das heißt also, Dr. Markus Krall würde uns noch mehr von diesem Unglück auf den Hals setzen. Denn hier also dieser Händler, der kann dann eben, weil er so viel verkauft, kann er zwei Kinder ernähren, das nächste Kind kann dann wieder drei Kinder ernähren, dadurch entsteht eine ganze Händlerdynastie und überall wird sozusagen erzählt, dass es doch unanständig sei und dass der Mensch sich doch beherrschen solle und endlich Abstand nehmen solle von dem vielen Rumgeschmuse und von der all dieser Körperkontakt und all diesem ekligen Zeug und so weiter, ja. Und das heißt, die freie soziale Marktwirtschaft ist das Dr. Markus Krall ist der größtmögliche Glücksräuber, den wir je uns vorstellen konnten. Und das hat jetzt eben die Naturwissenschaft, haben die Gegenspieler sozusagen, die zweiten Scientists for Future 2, vollständig erforscht. Und deswegen müssen wir die freie soziale Marktwirtschaft sofort beenden und abschaffen sozusagen. Ja, und was war der dritte Punkt? Der dritte Punkt ist Coronavirus, Corona-Pandemie, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall macht uns alle krank. Auch die, wenn jetzt hier irgendwie, müssen wir mal verfolgen, ob da auch der eine oder andere Milliardärskönig jetzt an der Corona-Pandemie stirbt. Dann sind so Leute wie Dr. Markus Krall und ihre bürgerliche Revolution und ihre Ideologie eben schuld daran, dass es dazu kommt. Denn wie hat der freie Markt also hier uns alle die Corona-Pandemie, den Gevatter Tod oder den Gevatter Tod hier gebracht und so weiter, ja, sozusagen den Totentanz gebracht, ja. Und das auch unseren geliebten Milliardärskönigen. Ja, wie bringt uns die Ideologie des Dr. Markus Krall also, wie würde seine bürgerliche Revolution immer uns noch mehr töten und noch mehr kränklich machen und so weiter? Ja, ist ganz einfach. Hier vor 400 bis 300.000 Jahren, man muss immer an die Anfänge der Evolution zurückgehen. Also hier der erste Händler, dieser Händler hier, der sagt, ach ja, ich bringe euch nur die total frisch, total reif geerntete, völlig naturbelassene Früchte und nur ganz frisches Gemüse und so weiter und was und Kräuter und was anderes solltet ihr gar nicht essen, weil reine Natur ist einfach das Gesündeste für euch. Und hier dieser Händler, der irrt sich und der sagt, ach nee, wir können doch auch Massenanbau machen, wie nennt man das, monokulturellen Massenanbau, später dann mit ganz vielen Giften, mit Pestiziden, Fungiziden, Glyphosat, alle möglichen Chemikalien und so weiter. Und dann können wir daraus Fertiggerichte machen mit
ultrabilligen Streckmitteln wie zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfette und so weiter. Konservierungsstoffe, Farbstoffe, ein Chemie-Cocktail ohne Ende, eine Giftmischung, die uns alle, unser Immunsystem schwächt und uns alle anfällig macht für das Coronavirus und für alle möglichen anderen Viren, für Krebs uns anfällig macht. Krebs ist nämlich in erster Linie auch eine Immunschwächeerkrankung sozusagen, ja. Und der sich irrt, wird in der freien sozialen Marktwirtschaft also belohnt, verdient ganz viel, weil die Leute ja sozusagen seine Produkte kaufen. Dadurch verdient er viel mehr, weil dieser Chemie-Cocktail ist viel billiger als das Heranliefern von herrlichen, naturbelassenen, superreifen Früchten und so weiter. Die Hälfte verdirbt beim Transport und so weiter. Es ist also total schwierig, so etwas wirklich zu leisten. Und die Gewinnspanne ist minimal und hier ist die Gewinnspanne riesig. Und dadurch, dass der dann eben eine größere Gewinnspanne hat, kann er den anderen auskonkurrieren mit Marketing und so weiter, kann den zum Aussterben bringen hier. Nach 3 Generationen muss dieser Laden geschlossen werden, dieser wahrheitsorientierte Laden. Und der Irrtums-, also unwahrheitsorientierte Handelsladen sozusagen blüht richtig auf sozusagen, wird Marktführer, weil er den ja zum Aussterben bringt. Und dann kann dieser Händler 2 Kinder in der nächsten Generation ernähren, dann werden hier 3 Kinder und dann entsteht ein riesiges Handelsimperium, während der wahrheitsorientierte Händler ausgestorben ist. Also wenn man sich also irrt, führt das in der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, zu riesigen Gewinnen. Und das macht uns alle, aber auch unsere geliebten Milliardärskönige, alle immunschwach. Wir sind alle angegriffen und immunschwach. Und dann gucken wir uns noch an, wie die Medizinindustrie uns dann oft noch den Rest gibt und unsere Milliardärskönige dann noch zu Tode operiert. Ja, schauen wir uns das auch noch an. Dr. Markus Krall will ja unbedingt mehr freien Markt in die Medizin reinbringen. Also er will uns da auch noch schneller umbringen, damit also die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie noch mehr Profite durch Schädigung der Menschen macht. Hier haben wir also den ersten Schamanenhändler sozusagen, der also Handel treibt mit seinen Heilsversprechen und seinen angeblichen Heilungsmöglichkeiten. Ja. Und dieser Schamane sagt jetzt aber, nein, also wisst ihr, die einzige Form, wie ihr wirklich gesünder leben könnt, ist, ihr müsst euch viel bewegen, nicht so viel rumsitzen wie in letzter Zeit. Ihr müsst viel Sport machen, ihr müsst sauberes Wasser und vor allem dürft ihr den ganzen Chemiemüll dieses Händlers hier nicht mehr essen, weil der macht euch krank und ist die zentrale Krankheitsursache. Und dann ist hier ein anderer Schamane, ja, und der Schamane irrt sich und der sagt, ja, nein, ihr müsst meinen Kräutertrank trinken und so weiter. Und denn die Krankheit hat nichts mit diesem giftigen Lebensmittel dieses Händlers zu tun, sondern die Krankheiten haben damit zu tun, dass da allmächtige Bakterien und allmächtige Viren sind, wie das Coronavirus und so weiter. Und die sind so stark und die bringen euch einfach so um, ja, und so weiter, ja. Und ach, die sind allmächtig und so weiter. Und da müssen wir euch davor retten. Und wir Helden, wir nehmen jetzt dann richtig schöne giftige Chemie, richtige Chemotherapien, richtige Chemie. Chemie-Cocktails, aggressive Medikamente und so weiter. Ja? Und damit müssen wir diese schrecklichen Bakterien und Viren bekämpfen versuchen und so weiter. Und das ist eure einzige Rettung und so weiter. Ja? Und durch diese ganze Desinformation, durch diesen Schamanen sozusagen, achten die Menschen nicht auf ihre gesunde Ernährung.
essen sich ihr Immunsystem schwach, erzeugen sich durch diese krankmachende Müllernährung sozusagen ein schwaches Immunsystem. Und dieser Schamane verdient richtig gut. Seine Kunden bleiben ja Dauerkunden. Da sie immer wieder sich krank essen, werden sie auch immer wieder krank. Und er kann immer wieder so richtig schön Geld verdienen. Dadurch kann er wieder viele Kinder ernähren, eine ganze Medizindynastie aufbauen, eine Schamanendynastie aufbauen. Während dieser Schamane, der den Leuten die Wahrheit gesagt hat, diese seine Kunden, die auf ihn gehört haben, die brauchen ihn nie wieder. Dadurch verdient er nie wieder Geld, dadurch kann er immer nur ein Kind ernähren und irgendwann ist diese Art von Schamanismus, wird durch die Konkurrenz dieses Schamanismus-Imperiums, das also die an Irrtümer glaubt, sozusagen bringt diese Art Schamanismus zum Aussterben, sozusagen wiederum das Naturgesetz der freien sozialen Marktwirtschaft, Irrtümer, Unwahrheiten bringen richtig gutes Geld und bringen richtig viele Verdienstmöglichkeiten und Gesundheitsförderung bringt gar keine Verdienstmöglichkeiten und die Wahrheit bringt überhaupt keine Verdienstmöglichkeiten und stirbt aus. Und Dr. Markus Krall will ausdrücklich auch die Medizin im Medizinbereich des Gesundheitswesens wieder mehr freien Markt einführen. Also er will uns dadurch die Medizin und die Pharmakonzerne noch mörderischer für uns machen, dass sie uns noch schneller vergiften und so weiter. Und es ist ja mittlerweile bewiesen, dass wir jedes Jahr, jeden Tag, haben wir 160 Tote nur durch diese gefährlichen Medikamentencocktails, die Ärzte munter immer den Leuten verschreiben und woran sie dann auch sterben und so weiter. Ja, also das heißt, ich glaube, damit habe ich es also bewiesen, dass also die Vorstellung, die bürgerliche Revolution, dass Dr. Markus Krall also uns ganz für mehr Kriege, noch mehr Unglück und noch mehr Krankheit bringen würde und noch mehr unser Immunsystem schwächt, sodass wir noch schneller an dem Coronavirus sterben. Ja, man könnte jetzt ja hingehen, ja, also wenn wir jetzt die zweiten Scientists for Future, wenn man die zu Rate ziehen würde, die würden wahrscheinlich den Leuten sagen, liebe Leute, Coronavirus, nix, ihr müsst also lauter frisches Obst, lauter frisches Gemüse, ihr müsst all den Industriesondermüll, den immunschwächenden Immunsondermüll dürft ihr nicht essen. Ihr müsst jetzt besonders in dieser Krise 100%ig vitaminreiches Obst und Gemüse und so weiter, aber auch keine Chemikalien, also kein Vitamin C chemisch, sondern Natur, alles in Naturform. Total hochwertiges, super, vielleicht bei orkos.com oder bei Lebe gesund, die herrlichsten Gemüse der Erde in der frischesten Form müsst ihr zu euch nehmen, damit euer Immunsystem auflebt und alles, viele Wildkräuter, frische Kräuter und so weiter und alles ohne Chemikalien, alles super bio und organic und so weiter, ja. Und dann wird euer Immunsystem stark sein und dann könnt ihr sagen, hier, Vater Tod, tschüss, hier, wir Milliardärskönige, wir werden jetzt von den zweiten Scientists for Future 2 beraten, von den dortigen Ärzten und so weiter und die haben uns die Wahrheit gesagt und unser Immunsystem ist so stark jetzt als Milliardärskönige und als andere Bürger auch, dass wir den Vater Tod in die Wüste schicken können. Dann werden nur noch ganz wenige immungeschwächte Menschen noch an diesem Coronavirus sterben. Ne? Ja, und hier nochmal der Krieg, den uns Dr. Markus Krall auf den Hals hetzen würde durch seine Irrtümer. Ja? Er meint es ja gut, aber es ist eben eine ganz gefährliche Ideologie, die er verbreitet. Die gefährlichste, die wir haben. Ne? So, dann schauen wir mal weiter, was hier sonst noch so steht.
Auch Sarah Wagenknecht klagt zum Beispiel darüber, dass der Kapitalismus über Leichen geht. Ja? Aber das ist doch selbstverständlich. Das habe ich ja gerade eben auch bewiesen. Die freie soziale Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, ist doch selbstverständlich, dass die über Leichen gehen. Ja? Weil sie einfach der größte Irrtum der Menschheit sind. Ja? Und sie jammert darüber, dass der Kapitalismus auch dazu neigt, Verluste zu solidarisieren und Gewinne zu privatisieren. Ja, warum denn nicht? Dadurch, dass wir damals sozusagen, wir haben ja den Vorläufern der Milliardärskönige, den Vorläufern der Milliardärskönige haben wir ja also durch die freie soziale Marktwirtschaft, habe ich ja eben bewiesen, das Liebesleben weggenommen, diese große Befriedigtheit, und dadurch haben ja die Vorläufer der Milliardärskönige aufgehört, alles den Frauen und Kindern zu schenken, weil sie sich nicht mehr geliebt gefühlt haben. Dann haben sie ihr neues Spiel gespielt, nämlich Macht und Geldsucht und so weiter. Und da ist doch ganz klar, wenn ich geldsüchtig bin, dann sorge ich dafür mit allen Tricks, dass bei allen Krisen, zum Beispiel jetzt auch bei Corona, dass wenn jetzt Verluste entstehen, dass dafür der Staat aufkommt. Und wenn dann wieder Gewinne entstehen, dann kommen die natürlich sofort schnell in die privaten Kassen wieder zurück. Das ist nun mal das Wesen des Kapitalismus. Und also man kann sagen, die Entstehung des freien Marktes war der größte Fehler, die größte Dummheit, die die Menschheit jemals gemacht hat. Und das war die größte Fehler, den haben wir alle gemacht. Den haben die Vorläufer der Milliardärskönige haben diese Dummheit gemacht, und die Vorläufer der Dümmsten in den Kommunen haben diesen Fehler gemacht. Ja, und ja, und Sarah Wagenknecht sagt ganz richtig, wir müssen weg davon kommen, dass der Markt, von dem Irrsinn, dass der Markt alles richtet. Also Sarah Wagenknecht sagt ungefähr so, wir müssen weg von dem Irrsinn, dass der Markt alles richtet. Genau, da hat sie vollkommen recht. Wir müssen erkennen, würden die zweiten Scientists for Future 2 sagen, wir müssen erkennen, dass der Markt, der freie Markt, dass Dr. Markus Krall uns alle hinrichtet. Also nicht der Markt richtet nichts, sondern wir müssen erkennen, dass der freie Markt, dass Dr. Markus Krall uns alle hinrichtet und nichts positiv richtet, sondern uns alle hinrichtet, wie ich ja eben bewiesen habe. Wie gesagt, nochmal, wie werden wir hingerichtet? Da unser natürliches Sterbealter ungefähr 127 Jahre alt wäre, kann sich jeder ausrechnen, wie viel früher wir alle ermordet werden durch die freie soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus. Ja? Ja, und dann spricht sie, Sarah Wagenknecht, auch davon, dass das Gemeinwohl eigentlich doch ein Ziel sein müsste, aber das kann die freie soziale Marktwirtschaft nicht. Die freie soziale Marktwirtschaft ist der Vernichter sozusagen des Gemeinwohls. Ja, dann haben wir gehabt von der FDP, also ein Vertreter der FDP hat ein Video gemacht zu Christian Felbers Gemeinwohlökonomie und sagt schildert auch dessen die Gefährlichkeit dieser Ideologie. Habe ich ja auch schon viele Videos besprochen zum Thema, dass, also wenn man Gemeinwohlökonomie will, dann bitte nur von den zweiten Scientists for Future 2, aber nicht von einem Ideologen wie Christian Felber, der da ganz wirre Gedanken da hat, sozusagen. Ja, also, erstens erkennt er von der FDP richtig, dass in dieser Felberschen Gemeinwohlökonomie-Ideologie sozusagen eine Beliebigkeit drin steckt und dass da natürlich Trickserei und Moral sozusagen etwas bestimmen, was völlig beliebig ist. Und man kann doch keinen Staat drauf aufbauen, auf beliebigen Dingen. Ja? Also hier nochmal, bei den zweiten Scientists for Future 2 sind das harte Daten bei
bei Christian Felbers Gemeinwohlökonomie ist das reine Willkür. Also die Wohlfühlnotenwahlstimme wären knallharte Daten und die Gesundheitskostenerwartungskurve verglichen mit den tatsächlichen Gesundheitskosten. Und dass die beiden zusammen als Grundlage der Verdienstermittlung jeder Person sozusagen, die arbeitet in der Gesellschaft. Das sind knallharte Daten. Da können Sie wirklich feststellen, ob jemand dem Gemeinwohl wirklich bewiesenermaßen genutzt hat oder nicht. Und müssen da nicht solch eine, ja, so eine Art moralische Bewertungsfantasterei einführen, ja. Und da hat er von der FDP natürlich vollkommen recht. Er sagt also, was die Gemeinwohlökonomie des Herrn Felber will, ist quasi so eine Art weltanschaulichen Wächterrat, den wir nicht bräuchten. Ja, und da haben sie natürlich recht. Wir brauchen knallharte Wohlfühlnotenwahlstimmen, wir brauchen knallharte, sauber berechnete Gesundheitskostenerwartungskurven für jeden Bürger und dann die tatsächlichen Gesundheitskosten. Ja, und das bringt uns harte Ergebnisse. Und dann können wir genau feststellen, welche Firma nicht nur durch eine Pseudo-Gemeinwohlbilanz nur so tut, als ob sie was für uns täte, sondern wir können feststellen, welche Firma tatsächlich etwas für uns tut. Also das, was Felber macht, das sagt der Herr von der FDP richtig, das ist ethisch beliebig, ja. Und ich ergänze nochmal, das ist eben diebstahlsorientiert. Ich habe ja gesagt, so Leute wie Stalin und Mao, das waren die Raubmörder der Geschichte, ja, sozusagen. Und Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, wenn die umgesetzt würde, wäre das ein Diebstahl. Und zwar in erster Linie ein Diebstahl auch an unseren Milliardärskönigen. Und das ist ganz klar. Wir alle zusammen haben den Milliardärskönigen die Liebe im Leben geraubt. Durch unser aller Irrtum, freie soziale Marktwirtschaft. Ja, habe ich ja vorhin erläutert, wie wir also quasi das Schmusen unterdrückt haben. Wir haben denen die Liebe im Leben geraubt. Und als Ersatz blieb denen nichts anderes übrig. Also als Ersatz sind unsere geliebten Milliardärskönige eben geldsüchtig und machtsüchtig geworden. Und da sie jetzt eben geldsüchtig und machtsüchtig sind, würde es bedeuten, dass sie die sofort erkennen würden, ja, das machen ja auch die DAX-Unternehmen, ja, dass sie erkennen, dass der Ansatz von Christian Felber ist quasi ein Diebstahlsversuch gegenüber den Milliardärskönigen, ja. Und dann sagen die Milliardärskönige ganz einfach, nö, Pustekuchen, spielen wir nicht mit, gehen wir kontra. Also automatisch wird diese Ideologie von Christian Felber scheitern, wie all diese linke Spinnerei, die wir überall haben und die jetzt mittlerweile auch leider die Fridays for Future Orga-Teams besetzt hat und erobert hat sozusagen. Quasi da diese ganzen Diebstahlsideologien und Raubmörderideologien. Unsere Milliardärskönige sind alle intelligent genug zu erkennen, dass wenn jemand Raubmord ihnen gegenüber begehen möchte oder auch nur Diebstahl begehen möchte, wie Christian Felber ihnen gegenüber begehen möchte, da sagen die Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und da diese Milliardärskönige, unsere Milliardärskönige, die Welt tatsächlich beherrschen, wehren die sich mit aller Macht und im Zweifelsfalle werden dann diese ganzen verrückten Stalin-Nachfolger, diese linksradikalen sozusagen Raubmörderbanden, Antifa und Co. und so weiter, die werden dann einfach mal schnell zusammengeschossen mit ein paar Maschinenpistolen, Salben und dann ist Ruhe im Karton. Ja? Also das heißt, die Aussage der zweiten Scientists for Future 2 ist genau das Gegenteil. Liebe Milliardärskönige, so sprechen die Milliardärskönige an. Wir wollen euch erstmal ganz, ganz viel geben. Wir wollen, dass ihr wieder geliebt werdet in der Welt, dass ihr ganz viel
Körperkontakt, ganz viel verwöhnt werdet in den Kommunen, die dann rund um die Hausärzte entstehen, rund um die Gesundheitskommunen der Hausärzte entstehen und so weiter. Und wir schützen euch vor dieser saugefährlichen freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall und seiner fürchterlichen bürgerlichen Revolution. Wir schenken euch ganz viel, wir sorgen dafür, dass ihr ganz glücklich wieder werden würdet, und wir wollen euch auch keinen einzigen Cent wegnehmen. Wir sind weder Diebe wie Christian Felber, Diebstahlsideologen, noch sind wir Raubmörderideologen, sondern wir sagen, wir wollen, dass ihr richtig glücklich werdet. Und wenn ihr dann wieder so richtig glücklich werdet wie vor 400.000 bis 300.000 Jahren, und wenn ihr dann wieder plötzlich anfangt, wie die Bonobos, die Männer wieder anfangen, alles den Frauen und Kindern zu schenken, einfach weil sie so glücklich sind und weil sie so in Liebe sind und gar nichts anderes, ja, besseres wissen, mit dem Geld anzufangen, als ihren geliebten Kommunenmitgliedern, den geliebten Frauen und Kindern in der Kommune alles zu schenken, was sie haben, nach und nach, Stück für Stück. Das, wenn ihr das dann freiwillig gemacht, liebe geliebte Milliardärskönige, dann ist es wunderbar, ja, das, aber nur freiwillig. Niemand wird euch auch nur nötigen dazu oder auffordern dazu. Ihr schenkt, wenn ihr Lust habt zu schenken. Ja, und dann wird die Schere zwischen Arm und Reich zusammengehen, wenn ihr so glücklich seid, dass ihr anfängt, wieder schenkende Männer zu werden, so wie es bei den Bonobos heute noch der Fall ist und wie es vor 400.000 bis 300.000 Jahren der Normalfall war, dass die Männer alles den Frauen und Kindern geschenkt haben. Denn was sollten sie sonst machen, außer, also sie waren so glücklich und geliebt von den Frauen und Kindern für ihre Geschenke, also haben sie immer alles, was sie gefunden haben, den Frauen und Kindern geschenkt. Und wenn ihr das dann freiwillig machen wollt, super, dann schön, dann wird die Schere zwischen Arm und Reich zusammengehen. Wenn ihr nicht glücklich seid in diesen lustvollen Liebeskommunen und da nicht glücklich seid, dann schenkt ihr halt nichts. Ne? Aber ja, denn die zweiten Scientists for Future 2 sind keine Raubmordsideologen und auch keine Diebstahlsideologen. Ja, ich glaube, jetzt kann man den Gegensatz doch ganz gut verstehen, hoffentlich. Ne? Ja, und was macht die Gemeinwohlökonomie von Felber noch? Ich glaube, der FDP-Mann deutet das, glaube ich, nur an, aber die zweiten Scientists for Future 2 sagen das viel deutlicher. Ja, diese Gemeinwohlökonomie würde die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas vollständig ruinieren, denn sie ist völlig ineffizient in allem. Ja, also, ja, dann geht's weiter hier. Ja, dann dieser Professor von den Wirtschaftsweisen hat was Sinnvolles gesagt, glaube ich. Er hat gesagt, die schwarze Null, die im Moment die Regierung wie so ein Fetisch verherrlicht sozusagen, die sei nicht sinnvoll, da man mehr, und da würde ich jetzt sagen hier, da man eben ja mehr machen kann mit aufgenommenem Geld. Ja, also Staaten sind ja was ganz anderes als Einzelmenschen. Staaten leben potenziell ewig, während der einzelne Mensch immer mit seiner Endlichkeit rechnen muss und deswegen dann gucken muss. Der Einzelne muss seine Kredite zurückzahlen und er wird auch mit 90 keinen Kredit mehr bekommen, weil eben mit der Endlichkeit zu rechnen ist. Aber Staaten können immer wieder Kredite bekommen und so weiter. Und deswegen, wenn ein Staat, sozusagen, ich mache mal nur ein Beispiel. Zum Beispiel hier. Wir haben das Riesenproblem, dass Europa auf dem Weg ist, immer dümmer zu werden. Na, wo haben wir es? Hier haben wir es? Nee, das hier ist es. Also, ich habe ja schon ganz oft erklärt, dass Europa deswegen so auf dem absteigenden Ast ist, weil
es immer dümmer wird, weil in Europa alles dafür getan wird, dass die Leistungsfähigen sozusagen nach Möglichkeit keine Kinder mehr bekommen. Und dann wird in Europa alles dafür getan, dass man auch kein richtiges Einwanderungsgesetz hat. Das bedeutet, dass ausschließlich weit überdurchschnittlich beruflich Qualifizierte oder Milliardäre und Millionäre herzlich willkommen sind, mitzuleben in den europäischen Staaten. Sondern es wird im Prinzip zugelassen, dass auch ganz viele aus diesem Bereich hier zuwandern. Und dadurch, da es leider naturwissenschaftlich 1000%ig bewiesen ist, dass Intelligenz und berufliche Leistungsfähigkeit auch genetisch determiniert ist, und zwar zum größten Teil sogar genetisch determiniert ist, und dadurch dann der Apfel nicht allzu weit vom Stamm fällt, ist es quasi so, bei uns kriegen nur noch diese niedrig qualifizierten Berufsgruppen viele Kinder, und aus der Welt kommen auch ganz große Mengen an niedrig qualifizierten zu uns, und die setzen dann viele Kinder in die Welt, und dadurch sinkt der durchschnittliche Intelligenzquotient in Deutschland und Europa ständig ab und bewegt sich rückwärts, und dadurch werden China und USA, bei denen dieses Problem nicht ganz so groß ist wie bei uns sozusagen, werden die also, da die noch kleine Intelligenzzuwächse vielleicht ansatzweise haben oder wenigstens nicht so schnell dümmer werden sozusagen. Gehen wir mal davon aus, die USA und China werden nicht so schnell dümmer. Ich gehe davon aus, dass vielleicht sogar in China sozusagen in Wirklichkeit die Leistungsfähigeren etwas mehr Kinder in die Welt setzen als die weniger Leistungsfähigen. Und dadurch dürfte der durchschnittliche Intelligenzquotient in China noch langsam steigen, wenn auch nicht so schnell, wie es eigentlich sinnvoll wäre, aber langsam steigen. In den USA dürfte er ganz langsam rückläufig sein, und in Europa ist der Intelligenzquotient wahrscheinlich sehr schnell rückläufig. Also wir werden immer mehr vom Land der Dichter und Denker zum Beispiel zum Land der Dummen und Deppen. Ne? Und dadurch sozusagen, Dumme und Deppen sind nicht innovativ. Ne? Und dadurch sozusagen, Europa ist wahrscheinlich der am schnellsten dümmer werdende Kontinent der Erde, und deswegen wird Europa völlig verarmen, wenn das nicht von den zweiten Scientists for Future 2 korrigiert wird. Ja, und jetzt ist es halt so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit ganz viel Staatsgeld alle Frauen, sobald sie ein Baby bekommen, steuerfrei stellen, dann werden natürlich die hochleistungsfähigen Frauen sozusagen ganz viel Steuererleichterung, ganz viel Geld in der Hand haben. Und als Dankeschön dafür, dass sie uns Fachkräfte, also zukünftige Fachkräfte in die Welt setzen sozusagen, und dann dürfen die Frauen die Babys bei der Arbeit mitnehmen, können sich aus vielen Hunderten eine kostenlose Kindersekretärin, die sie am Arbeitsplatz unterstützt mit dem Baby und so weiter, aufbauen. Außerdem kriegt jede Firma von Staats wegen finanziert ein Betriebskindergarten, und dann pendeln also quasi die Kindersekretärin mit den Babys immer von den stillenden, also immer wieder zwischen den stillenden Müttern und langjährig stillenden, liebevollen Müttern am Arbeitsplatz und in Betriebskindergärten, wo die Kinder spielen und so weiter oder schlafen und so weiter, immer hin und her und so weiter. Und das kostet ein Vermögen. Zugegebenermaßen kostet das ein Vermögen. Aber da die zweiten Scientists for Future 2
sozusagen jedes Jahr eben diese 500 Milliarden verlorenen Gelder, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon erklärt habe, die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall, also die freie soziale Marktwirtschaft, kostet uns im Moment in Deutschland jedes Jahr 500 Milliarden Euro Verlust. Ich habe es ja gerade eben beschrieben, ein System, in dem sozusagen die Ernährungsindustrie die Menschen krank macht und die Medizinindustrie dann die Leute noch kränker macht, ja, solch ein freies sozial-marktwirtschaftliches System ist verschwenderisch ohne Ende. Ja? Denn allein dadurch werden ja Mitarbeiter von der Industrie krank gemacht und dadurch wird die gesamte Wirtschaft geschwächt. Das sind Milliardenverluste, 500 Milliarden pro Jahr. Diese würden ja durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft einerseits die Scientists for Future 2 zurückholen, diese Gelder, ja, sodass wir diese Verluste nicht mehr hätten. Also haben wir schon mal jedes Jahr 500 Milliarden, mit denen wir sozusagen unsere Frauen steuerfrei stellen können, sobald sie ein Baby bekommen. Ne? Und dann werden also hier unsere hochleistungsfähigen Frauen mit ihren meistens auch hochqualifizierten Partnern, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Meistens haben dumme Menschen auch dumme Ehepartner, ja, das ist statistisch jedenfalls so. Und sehr hochqualifizierte Frauen haben meistens auch sehr hochqualifizierte Männer, ja. Und dann haben wir also jedes Jahr 500 Milliarden zur Verfügung, also eine halbe Billion jährlich Wirtschaftswunder allein in Deutschland, also Europa wäre das natürlich viel mehr, und können dadurch wieder ganz viele leistungsfähige Kinder in die Welt setzen. Und dann, wenn Deutschland dann so richtig attraktiv wird, dann kommen auch aus aller Welt, die Genies aus aller Welt kommen nach Deutschland und Europa und wollen dort gerne leben. Ja? Und dann befruchten die uns genetisch noch mit interessanten neuen Genen sozusagen. Ja? Reichern unseren Genpool an oder werten ihn auf. Und dann wandert also quasi in Europa oder in Deutschland die Intelligenz, der durchschnittliche Intelligenzquotient wandert am schnellsten auf der ganzen Erde, und Deutschland sieht einer der fantastischen Zukunft entgegen. Aber das kommt nur, wenn wir die zweiten Scientists for Future 2 alles steuern lassen, so wie die das als fertiges Konzept haben. Und jetzt aber zurück zu dieser Sache mit dem mit der schwarzen Null. Also ist doch ganz klar, ja, also wenn der Staat, wenn Leute bereit sind, dem Staat für seine Staatsanleihen, sei es Europa oder Deutschland, Geld zu geben, ja, warum nimmt man das nicht? Wenn die Leute doch bereit sind, das zu geben, dann hat der Staat also nicht nur diese 500 Milliarden pro Jahr von den zweiten Scientists for Future 2 in der Hand, sondern noch ein paar hundert Milliarden aus Schulden, die er macht. Und warum soll er nicht damit arbeiten? Damit kann er diesen Prozess noch mehr beschleunigen. Deutschland wird noch intelligent, schneller intelligent. Also das heißt, dieser Professor von der Konkurrenz der zweiten Scientists for Future 2, von den fünf Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, hat an diesem Punkt sicher recht. Verschulden ist gut, weil für Staaten, nicht für den Einzelbürger, aber für den Staat ist es immer gut, sich zu verschulden, immer so einen gewissen Schuldenstand zu haben, weil man mit dem Geld sehr viel Nützliches machen kann. Allerdings nur, wenn die zweiten Scientists for Future 2 das mit den Politikern zusammen in den Ministerien machen. Denn sonst wird es sinnlos ausgegeben, und dann sind natürlich die Schulden schlecht, wenn es nur vergeudet wird und irgendwie im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft nur irgendwie für Schlechtes ausgegeben wird. Ne? So, dann gucke ich mal, was ich denn noch hier habe. Ja, also gut, dann letzter Zettel hier. Wo ist es? Hier steht noch was. Ja, also die Politik lässt sich bei Corona von den kapitalistischen pseudowissenschaftlichen Experten beraten, anstatt von den zweiten Scientists for Future 2,
die sofort, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die immunstärkende Ernährung und so weiter empfehlen würden und so weiter. Und damit wäre dann die Corona-Gefahr quasi nur noch ein Zehntel so groß, wie sie jetzt ist. Ja? Ich muss das nochmal ganz klar sagen, das ist eine der größten Krankheiten in der freien sozialen Marktwirtschaft. Also wir Menschen neigen von Natur aus natürlich dazu, Expertenmeinungen hören zu wollen. Aber wir verstehen nicht, dass in der freien sozialen Marktwirtschaft der Experte fast immer die Unwahrheit sagt und uns immer, fast immer schadet. Ja? Also der normale Experte, wenn Ausnahme, deswegen haben sich ja die zweiten Scientists for Future 2 zusammen telefoniert und zusammengerufen, weil es darum ging, die einzige Ausnahme in der Welt zu machen. Die einzigen Experten der Welt, bei denen so viele dabei sind, die sich völlig unabhängig von Finanzinteressen gemacht haben, dass sie sozusagen Wahrheitsfindung zu ihrem persönlichen Ziel gemacht haben und dabei bereit waren, auch auf ganz viele finanzielle Dinge zu verzichten und das lebenslang sozusagen. Und solche Leute sind eben nur bei den zweiten Scientists for Future 2 dabei. Denn was ist also die Gefahr? Erstmal nochmal einen Schluck Wasser. Hier haben wir also einen Professor für Medizin, der auf Karriere verzichtet, auf viele Gelder verzichtet und einfach nur wahrheitsgemäß sagt, wie bei den zweiten Scientists for Future 2, hoppla, da stimmt was nicht. Das Belohnungssystem belohnt nicht die Prävention, sondern eher das gewinnbringende Verwalten von chronisch Kranken. Und wir haben so sehr viele Irrtümer haben sich angehäuft in der Medizin, wie das der Arzt Dr. Med. Gerd Reuter sagt, der allerdings nicht zu den zweiten Scientists for Future 2 gehört, aber gerne dazu gehören könnte wahrscheinlich. Und und diese Medizinprofessoren und Ärzte und so weiter sagen, ja, es stimmt was nicht, auch mit der Ernährungsindustrie, die macht uns krank. Das ist also, das ist einer der Krankheitstreiber. Wir müssen, die gesamte Ernährungsindustrie braucht neue Anreize, die muss für gesundheitsförderliche Nahrungsmittel belohnt werden. Es muss alles umgedreht werden, es muss alles geändert werden und so weiter. Und solche Experten sozusagen sterben normalerweise, wir haben zum Glück bei den zweiten Scientists for Future 2 gibt es solche Ärzte und Medizinprofessoren, die so denken, aber normalerweise haben die alle, verdienen die nicht viel Geld und normalerweise und gehören nicht zu den Reichsten und werden deswegen als Experten normalerweise zu selten gefragt. Eben weil der Mensch sich blenden lässt, ah, das ist ein berühmter Professor, der ist dann hier zum Beispiel, ist ein berühmter Medizinprofessor, der einfach sagt, nein, die Krankheiten, auch das Coronavirus, das hat gar nichts mit unserer krankmachenden Ernährung zu tun, die Ernährung ist wunderbar und so weiter. Nein, ihr müsst alle nur noch mehr geimpft werden und noch mehr Medikamente schlucken und all das Zeug. Ihr müsst unseren Chemie-Cocktail zusätzlich zu dem Ernährungschemie-Cocktail fressen. Und so weiter und so weiter. Und er glaubt das wirklich, der glaubt seine Irrtümer wirklich, aber der wird als Experte immer zu Rate gezogen werden. Also immer der sich irrt, weil er so reich ist, so erfolgreich ist, so anerkannt ist im Rahmen des Milliardengeschäftes Medizin und Pharma. Ja? Und dadurch, wer die größten Irrtümer trägt, der wird immer von uns als Experte gerufen, weil wir uns blenden lassen von dem, dass der reiche, erfolgreiche, renommierte Medizinprofessor doch wohl der ist, der es am besten wüsste. In Wirklichkeit hat er die meisten Irrtümer im Kopf, die größten Unwahrheiten im Kopf und führt uns am besten in die Irre. Ja? Also noch einmal ganz klar, solange wir die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall haben, solange wird das immer so sein, dass immer die Gefahr besteht. Und bei den zweiten Scientists for Future 2 wurden ja gegründet, damit es endlich eine einzige Ausnahme auf der Welt gibt, wo die Experten Wahres denken und der Wahrheit verpflichtet sind. Und deswegen
gibt es auch bei den zweiten Scientists for Future 2 praktisch überhaupt keine Geldflüsse, da gibt es nichts, also alles wird ehrenamtlich gemacht und so weiter. Ja? Also zum Beispiel so ein Land der Erde sind die Professoren bereit, kostenlos ehrenamtlich zu korrigieren. Das zweite Land der Erde, da muss man dann drüber reden, aber zum Beispiel, wenn das Deutschland wäre oder Europa wäre oder sowas, ein Land der Erde würden die zweiten, da haben sich die zweiten Scientists for Future 2 dazu bereit erklärt, zumindest einige haben sich dazu verpflichtet von den 24 Professoren, Doktoren und so weiter, dann kostenlos zur Verfügung zu stellen, ein Land der Erde kostenlos zum Superland der Erde zu machen. Also von der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall zu befreien. Ja, ja und sozusagen, also so bei jedem Experten müssen wir also, solange noch die freie soziale Marktwirtschaft herrscht und dominiert und der Kapitalismus noch herrscht, müssen wir bei jedem Experten, vermeintlichen Experten, immer das Schlimmste fürchten. Immer denken, dass er wahrscheinlich Irrtümer gelernt hat, die ihn erfolgreich gemacht haben in dem Wahnsinnssystem Kapitalismus. Und deswegen, dass also die Experten die größten Vertreter von Irrtum, Unwahrheit und damit Gehirnwäsche sind. Ja? Das müssen wir uns wirklich klar sein. Also wenn wir im Kapitalismus einen renommierten Experten fragen, dann machen wir eigentlich den Bock zum Gärtner. Also der Medizinprofessor hier, der selbst Millionen dafür verdient, dass er mit der Pharmaindustrie und so, dass er das ganze Geschäft mit den chronisch krank bleibenden Menschen richtig ankurbelt und vielleicht jetzt das Impfgeschäft ankurbelt mit Corona und so weiter, ja, der also so richtig viel verdient, das bedeutet, dass man den Bock zum Gärtner macht, wenn man den als Experten einlädt, anstatt die zweiten Scientists for Future 2 einzuladen. Ja, und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Ja, ich glaube, ich hab's für heute. Also, das war's, was in den letzten Stunden und Tagen überhaupt interessant war. Alles andere war uninteressant. Und das deswegen, das ist das Einzige, was als News interessant ist. Also ich fasse nochmal zusammen. Die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall, über die offensichtlich ganz viele etwas wissen wollen, besonders über die Kritik daran sozusagen, offensichtlich die Videos, die kritisch sind dazu, sind offensichtlich sehr gefragt, weil das im Moment ein brennendes Thema ist. Sollen wir die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall haben oder sollen wir die sanfte, behutsame, absolut friedliche, revolutionäre Reform und den Ausstieg aus dem Kapitalismus und der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall durch die zweiten Scientists for Future 2. Sollen wir das haben? Das scheint viele zu interessieren. Deswegen werden wir diese Serie immer munter fortsetzen mit diesen Titeln. Das scheint ja viele Zuhörer und Zuschauer zu interessieren. Also Dr. Markus Krall, Kralls bürgerliche Revolution würde uns also noch mehr den Tod auf den Hals hetzen, wie ich gerade hier naturwissenschaftlich bewiesen habe. Er würde uns noch mehr Kriege auf den Hals hetzen, ja, seine bürgerliche Revolution, weil der Kapitalismus, der freie Markt noch mehr entfesselt würde und damit noch mehr Kriegstreiberei und Kriegsgewinnerei stattfinden würde und so weiter. Ja, und dadurch, und er würde natürlich unsere gesamte Bevölkerung verdummen. Also es wäre also ein Totalruin Europas, wenn Dr. Markus Kralls Ideologie tatsächlich mehrheitsfähig werden könnte oder sogar von Friedrich Merz vielleicht sogar umgesetzt würde, ja, als Kanzler. Ja, ja, ich glaube, damit habe ich für jetzt gerade alles gesagt. Also, tschüssi.